Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ganz brandaktuell, es ist bald wieder soweit, ab 1. März unbedingt neues Kennzeichen kaufen, denn dann ist dieses Kennzeichen nicht mehr gültig und da fährt man ganz schnell ohne Versicherungsschutz. Also wir erleben es jedes Jahr aufs Neue, dass leider ihr ganz oft erwischt werdet von der Polizei am 1. März mit dem alten Kennzeichen. Und das wird richtig, richtig teuer. Deswegen bleibt unbedingt dran. Heute sprechen wir über die neuen Versicherungskennzeichen. Bis gleich. Manchmal packe ich mir so ein bisschen in den Kopf. Neue Versicherungskennzeichen sind da. Also die blauen ab jetzt wegschmeißen. Ab 1.3. ist das Kennzeichen Geschichte. Dann wird es teuer. Jetzt gibt es was ganz Neues. Das sind die neuen Kennzeichen. Kann man so hier durchblättern. Das sind jetzt Aufkleber. Also gibt es jetzt die Schilder gar nicht mehr, sondern nur noch Nein. Aufkleber? Oder? Das, also ich weiß nicht, ob das alle Versicherer machen. Also unsere Versicherung macht jetzt nur noch diese Aufkleber. Was ich eigentlich total geil finde. Ne, man zieht das hier ab. So. Ist so eine reflektierende Folie. Ja. Dann sieht man hier auch so Sicherheitsmerkmale. Richtig geile Sache, wenn ich das direkt ans Auto kleben könnte. Kannst du nicht. Kann man nicht. Warum nicht? Da packe ich mir so ein bisschen an den Kopf. Vorschrift ist laut unserem Versicherer, der jetzt hier zu sehen ist, dass das Klebekennzeichen auf diese Halteplatte geklebt werden muss am Auto. So, und da packe ich mir einen Kopf. Das ja. Metallkennzeichen wird wegrationalisiert wegen der Umwelt und wegen sowas alles. Und jetzt kommt Plastik und nochmal Plastik zum Kleben. Also das finde ich auch Blödsinn. Ja. Wir werden es aber für euch testen. Wir werden unsere Fahrzeuge ohne Trägerplatte ausstatten, vielleicht. Das überlege ich mir noch. Oder wir gehen nochmal richtig in Recherche, wie das bei den neuen Klebekennzeichen ist. Ob das wirklich in Verbindung mit dieser originalen Kennzeichenplatte angebracht werden muss. Weil so kann ich mir vorstellen, wenn man nur diesen Aufkleber nimmt und klebt das ans Auto, ist das schon schick. Aber ich denke, dass die Versicherer das gar nicht böse meinen. Die denken wahrscheinlich an den Roller oder an das Mokick, wo man hinten gar keine gerade Fläche hat zum Kennzeichen drankleben. Man hat ja ganz oft hinten so ein Schutzblech, so bei den alten ja. Mofas oder so. Und da muss ja so eine Trägerplatte hin. Und die wollen wahrscheinlich verhindern, dass das so gebogen aufgeklebt wird, irgendwo schmal, ne? So. Stimmt, ja, das kann sein. Das ist wahrscheinlich der Hintergrund. Aber wir machen uns da noch mal schlau. Aber aktuell jetzt, wenn ihr das Kennzeichen von uns bekommt, sagt man eigentlich noch Kennzeichen dazu? Ja, also, ja, klar. Also wenn ihr das Kennzeichen bekommt, unbedingt Trägerplatte am Fahrzeug anbringen und dann das da drauf kleben. Genau. Dann macht ihr es richtig. Also für 2022 ist das aktuelle Kennzeichen grün. Daran erkennt man immer, welches Jahr halt dran war. Letztes Jahr war es blau. Und daran sieht die Polizei auch sofort auf einen Kilometer Entfernung, ob das richtige Kennzeichen schon dran ist. Und wir haben gute Neuigkeiten. Alle Bestandskunden, die im letzten Jahr bei uns die Vollkaskoversicherung abgeschlossen haben, können die dieses Jahr auch wieder bei uns verlängern. Das geht ohne Probleme. Was nicht mehr funktioniert, ist, dass wir die Vollkaskoversicherung für Fremdkunden anbieten. Da will ich jetzt keine Marken differenzieren, denn wir können es gar nicht anbieten. Also wir können auch keinen Eixam Vollkasko versichern, der im Autohaus XY gekauft worden ist oder der gebraucht gekauft worden ist. Das macht die Versicherung leider nicht mit. Explizit wurde uns aufgetragen, ja, Sondergenehmigung bleibt bestehen, aber nur Fahrzeuge, die unser Haus verlassen. Alle anderen gucken leider in die Röhre. Es ist einfach so. Ja. Ich meine, wir sind ja froh, dass wir diese Sonderregelung überhaupt haben, weil alle anderen Versicherer bisher können keine Vollkasko anbieten. Und ja, jetzt höre ich euch, quasi durch die Kamera, Moment, was ist denn mit Eixam? Auf Eixam Hauptseite gibt es auch eine Vollkasko, das ist richtig. Aber da kauft ihr bei der Normalversicherung erstmal das Kennzeichen, bezahlt die Haftpflichtversicherung und die Vollkaskoversicherung wird über eine Zusatzversicherung abgeschlossen. Das heißt, es werden zwei unabhängige Versicherungen abgeschlossen. Und das ist am Ende wesentlich teurer als bei uns. Wesentlich teurer. Hier haben wir den Vorteil, von der Versicherung kommt das Kennzeichen und die Vollkasko aus einem Haus. Also eine Fahrzeugversicherung. Ja, genau. Das ist vielleicht doof jetzt erklärt, aber... Alle anderen, das sind immer so zusätzliche Verträge, die man abschließen muss und hier hat man es aus einer Hand. Und es funktioniert. Wir haben schon leider viele Vollkaskoschäden gehabt, die dann durch einen Gutachter auch begutachtet worden sind und es wird dann auch bezahlt. Da braucht man sich nicht rumärgern und jeder weiß, wer diesen Versicherer kennt, dass es da nie Probleme gibt. Also ich persönlich hatte da noch nie Probleme. Wenn ein Schaden da ist, wird es bezahlt. Fertig. Ja. So,
Kommen wir zu den Preisen. Gute Idee. Was kostet Haftpflicht? Na? Weiß ich nicht. Du hast es mir noch nicht gesagt. Na, ich habe dir das doch gegeben. Du sollst das da aufschreiben. Ach so, habe ich. Hat er nicht. Habe ich nicht. Also machen wir es anders. Die Haftpflichtversicherung kostet so viel Euro. So viel Euro. Die Teilkaskoversicherung mit 150 Euro Selbstbeteiligung kostet so viel Euro. Selbstbeteiligung kurz erklärt, bei Teilkasko fällt euch ein Baum drauf, das Auto wird geklaut oder alle Schäden, die eine Teilkaskoversicherung abdeckt, Vandalismusschäden, habt ihr eine Selbstbeteiligung von 150 Euro. Also wenn Schaden 3000 Euro, müsst ihr 150 Euro davon selber tragen. Bei der Vollkaskoversicherung für das ganze Jahr kostet das. Und da habt ihr eine Selbstbeteiligung von 500 Euro. Habt ihr einen Schaden von 2000 Euro, müsst ihr davon 500 Euro selber tragen. So, jetzt haben wir euch die Preise gesagt. Wie gesagt, alle Bestandskunden können sich bei uns melden, ab sofort das neue Kennzeichen bestellen. Wir haben einiges vorrätig liegen. Ich habe noch weitere bestellt. Bitte nur per E-Mail. Bitte eure Fahrgestellnummer reinschreiben, eure Name und Anschrift, dass wir das zuordnen können. Wichtig ist, bitte nur Anfragen schicken, die im letzten Jahr, also 2021, auch eine Vollkaskoversicherung bei uns abgeschlossen haben. Dann geht das unkompliziert von der Hand. Und alle, die eine neue Vollkasko haben möchten und kein Auto bei uns kaufen, ich muss es betonen, können wir keine Vollkasko anbieten. Es geht leider nicht. Auch keine Anfragen. Ja, es geht nicht mehr. Ja. Wir sind froh, dass es überhaupt verlängert worden ist und es sieht echt gut aus, dass wir das nächsten Jahre auch weiterhalten können. Und wir hoffen natürlich auch, dass andere Versicherungen irgendwann da vielleicht mitziehen. Ne? Ja, das, also das wird langsam ein bisschen Zeit so. Ja, es wird Zeit, weil es fällt irgendwie alles auf uns zurück, weil wir da mit Werbung machen, kriegen wir so viel Anfragen mit Vollkaskoversicherung. Deswegen jetzt auch mal nochmal das Video. Nein, es geht nicht für Fremdkunden und das liegt nicht an uns, weil wir nur unsere Autos verkaufen wollen, um die Versicherung anzubieten. Nein, die wollen das halt so. Hat auch viel damit zu tun. Ich denke, dass da viel Schmuh mitgetrieben wird. Gebrauchtfahrzeuge, die vielleicht schon verunfallt sind, die versichert werden, Vollkasko und im Nachhinein abgerechnet werden. Es gibt ja echt viele schwarze Schafe, ne? Und deswegen haben die wahrscheinlich gesagt, okay, wir geben euch das in der Hand. Ihr habt dafür die Verantwortung. Ihr guckt die Autos vorher an, macht und tut, dass sie nicht vorher schon Schaden hatten und dann kann es versichert werden. Also man muss immer irgendwie alle Richtungen sehen. Ne? Von was ist denn jetzt mit Kunden, die bei uns ein Auto gekauft haben letztes Jahr, sich für Teilkasko entschieden haben oder für Haftpflicht? Können die denn jetzt noch auf eine Vollkasko upgraden? Ja, wie gesagt, alle, die bei uns ein Auto gekauft haben, können Vollkasko abschließen oder upgraden. Das ist kein Problem. Okay. Nur, die schon gekauft haben, da müssen wir uns dann nochmal detailliert unterhalten. Wir brauchen das Auto auf jeden Fall einmal hier bei uns, dass wir es uns angucken können, mit Fotos dokumentieren können, dass wir auch den jetzigen Zustand haben von dem Fahrzeug. Ja. Dass wir da nicht auch vielleicht ein schwarzes Schaf bei haben, der es schon kaputt gefahren hat und jetzt im Nachhinein versichern möchte. Hört sich jetzt vielleicht doof an, aber solche Leute gibt's. Und solche Leute machen dann genau diese Vollkaskoversicherung kaputt. Umso mehr Schäden gemeldet werden, umso teurer wird die Versicherung und wenn es dann gar nicht mehr rentabel ist für die Versicherung, dann wird es auch gar nicht mehr gemacht. Ja. So, ja. Zum Thema, wo der Aufkleber hin muss, sprechen wir nochmal drüber. Ich denke, dass das von der Versicherung gemeint ist, wegen den ganzen Rollergeschichten, dass das halt nicht irgendwo rumflattert oder vielleicht nicht richtig klebt, weil die Versicherung kennt die Hintergründe nicht, wo es draufgeklebt wird. Wenn man irgendwie so einen richtig rauen Untergrund hat, dann klebt das nicht, da kann es abfallen. Und deswegen haben wir wahrscheinlich gesagt, ey, nur hier draufkleben, weil da gewährleistet werden kann, dass es hält. Aber ihr kennt all unsere Leichtkraftfahrzeuge, das ist immer schön glatt auf Kunststoff und würde wahrscheinlich super aussehen, wenn das ohne Trägerplatte dran klebt. Auf jeden Fall. Ja, gut. Ihr bekommt auf jeden Fall immer beides zugeschickt. War's erstmal. Genau. Nochmal Entschuldigung für die Preise, dass wir die jetzt nicht wissen, aber das ist alles neu. Auf jeden Fall dranbleiben, Abo dalassen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Da wird es wieder extrem laut noch nicht, aber es geht um Lautstärke und Kasaudi. Deswegen guckt euch unbedingt mal unsere Videoreihe an. Jetzt macht's langsam Spaß. Auf jeden Fall. Ciao. Bis dann. Ciao.